Mann spürt es in der Stadt. Das Gefühl, das wohl auch schon der Visionär Sebastian Kneipp in Bad Wörishofen hatte. Der Mensch braucht stabile Säulen in seinem Leben. Eine von ihnen ist das Wasser. In der Kneippstadt ist das vor allem der Wörthbach, der durch die Straßen fließt. Unser Land und Leute in Bad Wörishofen führt uns aber erstmal aus der Stadt hinaus, denn eine weitere Säule Kneipps ist die Bewegung. Und die bekommen wir heute durch eine große Runde auf dem Golfplatz. Seit 1980 ist der Golfclub Bad Wörishofen hier in Schlingen ein fester Bestandteil der Allgäuer Golflandschaft. Spielen kann hier jeder. Dass das alte Klischee vom Elitesport oder Sport der Reichen nicht mehr stimmt, zeigen die Menschen auf dem Platz. Alle Neumitglieder sind ganz vermischt. Arbeiter, Handwerker, studierte Personen, Unternehmer, querbeet. Die ganze Schiene des Elitären, würde ich mal sagen, ist nicht mehr existent. Zumindest wird es von uns bewusst so gesteuert, dass es nicht mehr existent sein sollte. Und das ist, glaube ich, mittlerweile in Deutschland allgemein so. Auf insgesamt 56 Hektar spielen also Gäste und Mitglieder des Clubs, groß und klein. Wobei es immer mehr große werden. Denn ein deutschlandweiter Trend ist auch hier in Schlingen zu spüren. Der Golfnachwuchs wird weniger. Um den muss man mittlerweile kämpfen. Man hat natürlich als Golfplatz oder Golfplatzbetreiber, Golfclub, immer das Problem, dass man nicht im Stadtzentrum ist. Das heißt, wir sind ein bisschen außerhalb, wir sind auf dem Land. Und das heißt, dass unsere Mitglieder, die sich im Moment größtenteils Kaufbeuern, Mindelheim, Wörishofen, Landsberg aus diesem Kreis bewegen, ist immer mit Fahrt verbunden, hierher zu kommen. Und für Kinder heißt es dann, dass die Eltern fahren müssten. Und da sind halt nicht affine Golfeltern nicht dazu bereit, ganz einfach. Rund 800 Mitglieder zählt der Club aktuell. Knapp 550 davon aktiv. Jugendliche Golfer über 100. Ein Großteil ist also volljährig. Trotzdem will man seit Jahren auch junge Menschen wieder für den Golfsport begeistern, etwa durch Kooperationen mit Schulen oder Schnupperkursen. Das Highlight für mögliche Golfanfänger sind 5 Turniere im Jahr, die sogenannten Noni-Golfturniere. Noni heißt noch Nicht-Golfer-Turnier. Das heißt, da kommen eigentlich findet immer am Sonntag statt, pro Sonntag zwischen 35 und 50 Personen, jüngere Leute, Leute mittleren Alters, 40, Mitte 40, aber viele junge, die einfach dann das hier probieren. Denen wird das ein bisschen gezeigt auf der Driving Range, wie man einen Ball schlägt, wie man ihn schlagen sollte. Und da passieren Dinge, die sich der noch Nicht-Golfer dann nicht vorstellen konnte, dass die mit 3 Schlägen oder mit 4 Schlägen den Ball sehr wohl da ins Loch bekommen. Mit verschiedenen Angeboten will man Begeisterung wecken und die Menschen auf den Golfplatz locken. Denn der 18-Loch- und der 6-Loch-Golfplatz müssen gepflegt und finanziert werden durch Mitgliedsbeiträge und Gastspielereinnahmen. Die Preise für eine Vollmitgliedschaft eines Golfclubs in Deutschland variieren übrigens. Rund 700 bis etwa 3000 Euro Jahresbeitrag sind hier möglich. Heute darf ich selbst mal reinschnuppern, denn ich will wissen, wie das Golfen überhaupt funktioniert. Dazu hole ich mir Tipps von Golflehrer Frank, dem am Sport nicht nur der Spaß am Spiel gefällt. Sport wird ja immer definiert, dass man zum Schwitzen kommt, dass man außer Atem ist, und Golf ist da ein bisschen angenehmer. Man bewegt sich, man hat sehr viele Muskelpartien, die bewegt werden. Und ich bin locker 4 Stunden, wenn ich 18 Loch spiele, an der frischen Luft. Und auch die sozialen Kontakte sind für mich auch immer ganz wichtig, dass ich mit Leuten zusammenspiele. Das Alleinspielen ist auch mal ganz interessant, aber doch mit anderen Leuten, dass ich mit denen zusammenspielen kann. Dazu kommt, und das merke vor allem ich heute, die Herausforderung der Technik. Die richtige Körperhaltung und der Abschlag des Balls sind entscheidend. Wer hier schon Erfahrung im Ballsport hat, kann profitieren. Es ist natürlich immer zum Vorteil, dass du aus einer Schlägersportart kommst, ne? Also Schläger in der Hand und mit einem Ball oder Ähnlichem schon mal gearbeitet, das ist natürlich schon immer so ein bisschen ein Vorteil. Interessanterweise sind oft Fußballer sehr gut.
weil die sind koordinativ sehr gut geschult von Haus aus durch ihr Training. Und die haben ein Händchen, ne? Und deswegen spielen ja auch sehr viele Fußballer, Nationalmannschaften, die spielen alle zum Beispiel beim Golfen. Ja? Das ist also auf jeden Fall ein Vorteil. Das höre ich als früherer Hobbyfußballer gerne und schaffe es tatsächlich, den Ball zu versenken. Die Begeisterung am Golfsport will man hier in Schlingen aber nicht nur an mich, sondern noch an viele junge Menschen weitergeben. Denn schon Sebastian Kneipp wusste, Bewegung in der Natur tut den Menschen gut. Apropos Sebastian Kneipp. Die Balance zwischen Körper, Geist und Seele als weitere Säule seines Konzepts fand er in der Musik. Vergesst mir die Seele nicht, so lautete sein Leitspruch. Vergessen hat man die in Bad Wörishofen auf keinen Fall. Denn seit mittlerweile 30 Jahren findet hier jedes Jahr das Festival der Nationen statt. Das Aushängeschild der klassischen Musik im Allgäu. Jahr für Jahr kommen die junge Weltelite und Weltstars der klassischen Musik in die Kneippstadt Bad Wörishofen. Dazu kommen zahlreiche Bildungsprojekte. Klassische Musik schon für die Kleinsten. So führt Winfried Roch den Leitspruch Sebastian Kneipps gemeinsam mit seinem Bruder weiter. Seit 30 Jahren mit dem Festival der Nationen. Die klassische Musik ist so prägend für Ihr Leben. Wie sind Sie eigentlich zur klassischen Musik gekommen? Ich wurde von der Musik schon sehr früh geküsst. Mein Vater ist Posaunist, meine Mutter sang im Kirchenchor. Und als ich Musik hörte, als ich mit Musik in Berührung kam, dann hat es mit mir etwas gemacht. Und als ich dann die Gelegenheit hatte, auf einer alten Trompete meines Vaters zu spielen, da war es für mich klar, Musik soll mein Leben bestimmen. Wenn Sie den Blick aufs Festival der Nationen nochmal richten und auch den Blick zurückrichten, was würden Sie sagen, wie hat sich's entwickelt? Also das Schönste beim Festival der Nationen ist, dass wir die Möglichkeit haben, Weltklasse-Künstler in Bad Wörishofen jedes Jahr begrüßen zu dürfen. Wirklich das Who is Who der klassischen Musikszene. Aber es ist auch die junge Weltelite. Es ist für uns sehr wichtig, junge Künstler zu entdecken, sie zu fördern und sie dann auch ein Stück weit auf dem Weg zur internationalen Musikkarriere zu begleiten. Und natürlich sind es dann die vielseitigen Bildungsprojekte, die uns einfach ans Herz gewachsen sind. Ich sage das immer wieder, ich denke, in der heutigen Zeit ist es wichtiger denn je, sich mit dem Nachwuchs zu beschäftigen. Weltweite Stars in Bad Wörishofen, Sie sind allermeiste Zeit in Bad Wörishofen. Was bedeutet der Ort Bad Wörishofen für Sie? Also so oft bin ich gar nicht in Bad Wörishofen, weil ich natürlich viel auf der Welt unterwegs bin, mit den Künstlern, was etwas Wunderbares ist, die Konzertsäle auf der ganzen Welt zu entdecken und die Künstler, die ich dann weltweit erleben darf, die dann auch im schönen Bad Wörishofen begrüßen darf. Und es ist erstaunlich, dass die besten Künstler der Welt immer den Weg nach Bad Wörishofen finden. Das erfüllt mich mit großer Freude, aber ich denke, dass diese Künstler auch diese warmherzige Festival-Atmosphäre spüren, unsere Festivalfamilie, das Miteinander, jeder inspiriert den anderen, aber auch der Austausch mit den jungen Menschen. Und ich denke, dass das Besondere beim Festival der Nationen ausmacht. Ein fester Bestandteil der Stadt, genauso wie Sie, Herr Roch. Dankeschön, ja. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch. Wollen wir noch ein Stück gehen? Ja, sehr gerne. Super. Bildungsprojekte, die junge Weltelite und Weltstars. Die Gebrüder Roch haben sich über Grenzen hinaus in der klassischen Musik etabliert und zählen mit dem Festival der Nationen zu einem festen Bestandteil von Bad Wörishofen. Von der Musik kommen wir zurück zur Bewegung
und zwar in der Natur, genauer gesagt den Wäldern von Bad Wörishofen. Denn dort treffen wir auf einen kleinen Vogel, der uns auf den nächsten 3,5 Kilometern begleitet. Der kleine Vogel Kneipsi ist zwar eher für die Kleinsten gedacht, trotzdem soll er auch Erwachsenen helfen, die Natur besser zu verstehen. Hier auf der Naturerlebnisroute in Bad Wörishofen. Wie der Name schon verrät, soll man hier die Natur erleben und fühlen. Und es passt zu Kneipp, weil Sebastian Kneipp hat gesagt, wir müssen raus in die Natur gehen, um Grünkraft zu tanken. Das tut uns allen gut. Es baut den Stress ab, wir kriegen frische Luft, unser Hirn wird aktiver und es sind die Erlebnisse, die uns glücklich machen. Und was wollen wir mehr wie glückliche Gäste und glückliche Bürger? Man merkt, noch über 100 Jahre später ist Sebastian Kneipp in Bad Wörishofen allgegenwärtig. Alle Wünsche der Gäste kann man auch hier auf der Naturerlebnisroute zwar nicht erfüllen, dafür aber jeden Einzelnen in die Welt hinaustragen. Nämlich in dieser Kapelle mit einer ganz besonderen Glocke. Und was ist das, was den Menschen ausmacht? Er wünscht sich was. Er guckt in die Zukunft und wir alle haben Zukunftswünsche. Und auf dem Gelände, wo wir jetzt sind, das gehört dem Herrn Niklas, der da sein Pferdestadel hat. Und der hat den Wunsch gehabt, hier eine Kapelle zu errichten, eine Heiliggeistkapelle. Und wer die Glocke hinter uns läutet, der hat einen Wunsch frei. Das ist nämlich die Wunschglocke. Und mit den Wünschen ist es ja so, die soll man nicht in seinem tiefen Herzen behalten, sondern sie soll raus in die Welt. Weil nur wenn möglichst viele von dem Wunsch erfahren, kann er auch in Erfüllung gehen. Und das machen wir jetzt mit den Schwingungen des Läutens. Welcher Wunsch es auch sein mag, zu überhören ist er hier definitiv nicht. Deutlich ruhiger wird es dann auf dem Weg in den Wald. Umringt von Bäumen und purer Natur lernt man schnell auch die Bewohner des Waldes kennen. Denn egal zu welcher Jahreszeit, kann man Tannenmeise, Buntspecht, Grünspecht und Co. auf der Naturerlebnisroute sehen und auch hören. Auch ein Hotel liegt auf dem Weg. Zwar nicht für die Wanderer, dafür für viele kleine tierische Lebewesen. Bad Wörishofen bringt man natürlich mit anderen Hotels in Verbindung, aber hier stehen wir vor einem Insektenhotel und da würden die Hoteliers davon träumen, wenn die Gäste so lange bleiben würden wie hier. Weil so Wildbienen, die hier ja in verschiedenster Form nisten, von den Holzbienen über die Mauerbienen, alles was man hier so findet, die bleiben sehr, sehr lange, nämlich 80-90% ihres Gesamtlebens verbringen die im Hotel. Deshalb ist eigentlich der Begriff Hotel verkehrt. Tierisch wird es auch bei unserer nächsten Station. Denn hier schlüpft man in die Rolle eines kleinen Vogels, im sogenannten begehbaren Nistkasten. Und wenn man in so einem Nistkasten drinsteht, dann sieht man, es ist dunkel. Man fixiert nur das Loch, wo vielleicht ab und zu dann Futter nachkommt, wo man vielleicht auch was hört. Und das ist so ein ganz besonderes Feeling, das sich da drin aufbaut. Und man muss ja wissen, so ein Vogel in seiner Entwicklung braucht da 4 bis 8 Wochen. Und so lange muss er da drin ausharren und zum Schluss wird auch der Platz vielleicht eng. Also ein ganz interessantes Feeling, das man da mitnehmen kann. Am begehbaren Nistkasten zeigt sich, die Natur hat ihre eigenen Gesetze. Und auch eine Naturerlebnisroute lässt sich nicht zu 100% planen. Denn im Inneren der Station ist ein Hornissennest entstanden. Für weitere Naturspektakel muss man aber gar nicht strikt die Stationen ablaufen, sondern vor allem mit offenen Augen durch die Natur gehen. Natur, Musik, Bewegung. Bad Wörishofen war, ist und bleibt die Allgäuer Kneippstadt. Und das zeigt Wirkung.